Sabine, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's mit Ihnen? Mir geht's sehr gut. Ha. Ich freue mich, dass Wochenende ist. Natürlich kein schönes Wetter bei uns, aber wir genießen es trotzdem. Aber Sie wohnen in der Nähe von Leipzig, stimmt das? Ich wohne direkt in Leipzig, ja. Ja. Also ein bisschen außerhalb, in einem Stadtteil von Leipzig. Wir wohnen ein bisschen dörflich, nicht so direkt in der Stadt. Ja. Genau. Was ist das Wetter heute in Leipzig? Es hat gerade angefangen zu regnen, so ein Sprühregen, also sehr ungemütlich, aber ja, jetzt kommt der Herbst, man merkt es. Ich schicke Sie erstmal Sonne von Spanien nach Deutschland. Oh ja, gerne. Die können wir hier sehr gut gebrauchen. Reden, dass wir Sie eingeladen haben, ist der neueste Song. Hast du heute schön gelacht? Genau, hast du heute schon gelacht? Ist ja mein aktueller Solotitel. Ja, soll ein bisschen gute Laune verbreiten, wenn das Wetter schon nicht schön ist, ne? Ja. Man sollte sich davon auch nicht runterziehen lassen. So geht es auch in dem Lied. Man sollte sich von solchen Dingen nicht runterziehen lassen. Man sollte die schönen Dinge sehen und öfters mal lachen. Ja, erzähl für die Zuhörer ein bisschen über das Song. Ja, es geht halt wie gesagt darum, dass man sein Leben genießen sollte. Dass man seine Sorgen, manchmal hat man ja so kleine Sorgen, die dann das ganze Leben bestimmen und die einen runterziehen und die manchmal auch gar nicht so schlimm sind eigentlich. Davon sollte man sich halt nicht den Spaß verderben lassen. Man sollte trotzdem versuchen, glücklich sein, die schönen Momente genießen, auch wenn sie noch so klein sind. Aber selbst im Alltag finden sich so viele schöne Dinge, über die man sich freuen kann, die einen glücklich machen. Und man sollte diese wieder mehr zu schätzen wissen und vor allem sehen. Ne? Und darum geht es in dem Lied. Stimmt, dass ich auch gesehen hatte auf Ihrer Facebook, dass mit Michael Korda auch ein neuer Song? Ja, genau. Mit dem Michael Korda habe ich ein aktuelles Duett, das heißt Ich will nur dich allein. Mhm. Ja, und das kam kurz nach meinem Solotitel raus. Ja, das ist so ein bisschen mit sommerlichen Rhythmen und ein Liebeslied halt. Ja. Sie sind also früh in Ihrem Leben, früh mit der Musik. Sie sind 10 Jahre waren Sie mit Stefanie Hertel. Stimmt das? Ja, genau. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich die Stefanie Hertel kennengelernt. Wir waren damals im Urlaub in Bayern. Und sie hat ein Konzert gegeben. Wir haben uns danach unterhalten, sind natürlich aufgefallen, weil wir nicht bayerisch gesprochen haben. Sie hat gemerkt, wir kommen auch aus Sachsen, so wie sie auch. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben danach auch ab und zu mal uns Briefe geschrieben. Damals gab es ja noch die Briefe, ne? Da hat man noch Briefe geschrieben. Und ja, man ist halt nie so, man hat sich nie aus den Augen verloren. Wenn sie in der Nähe war, sind wir hingefahren. Wir waren auch mal bei ihr zu Hause. Und ja, also der Kontakt ist bis heute nicht abgerissen. Ja. Das Singen, die Musik, wo hat sie das von? Hat sie das von der Natur? Sind es oder hat sie das selbst angelernt oder wo ist das angefangen? Also ich glaube, vielleicht wurde es mir in die Wiege gelegt, ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich, solange ich mich erinnern kann, schon immer gesungen, schon seit ich ganz klein war, habe ich sehr gerne gesungen. Im Garten hatte ich eine Schaukel, da habe ich immer beim Schaukeln den ganzen Garten unterhalten und habe da gesungen. Und ja, später, wo ich dann die Stefanie kannte, dann habe ich mich vor den Spiegel gestellt mit der Taschenlampe als Mikrofon und habe dann ihre Lieder gesungen. Und ich habe eigentlich wirklich schon immer gesungen, habe dann auch später Gitarre gelernt. Und ja, also Musik hat mein Leben schon immer begleitet. Ja, das war ein Traum. In November 2019 war sie auf dem Podium stehen mit Michael Patrick Kelly. Das war wirklich ein Traum, weil ich bin seit 1995, also Anfang 1995 bin ich Kelly-Fan. Ich habe sie auf Konzerten damals gesehen, sie waren für mich damals unerreichbar, sie waren ja ein Riesenidole in den 90ern. Und einmal mit denen auf der Bühne zu stehen oder mit einem von denen, also ich hätte mir das niemals zu träumen gewagt. Und 2019 hat es tatsächlich geklappt, es gab die Nacht der Chöre in Freiburg. Und es wurde ein Deutschlandchor gesucht, dafür konnte man sich bewerben. Es wurden dann 30 Sängerinnen und Sänger ausgewählt. Und ich war eine der Glücklichen, die dabei sein durfte. Und wir haben dann mit Michael Patrick Kelly 3 Songs gesungen. Yeah. Und es war wirklich also unvergesslich. Yeah. In 2021 haben Sie Ihre Fernsehpremiere mit Michael Gorda.
Richtig, wir waren eingeladen bei der Sommerhitparade bei Immer wieder Sonntags, ja? Haben da unser erstes Duett Sag mir nur, was du jetzt willst gesungen. Und das war natürlich eine Erfahrung, auch eine Erfahrung, die man niemals vergisst. Also es war ein super Erlebnis. Wir haben nicht gewonnen. Der Simon Broch ist gegen uns angetreten und der hatte vorher schon eine sehr starke Fangemeinde aufgebaut. Der war schon von Anfang an dabei und ja, trotz allem, für uns selber haben wir gewonnen, weil wir haben ganz viele tolle Erfahrungen sammeln können, viele ganz tolle Momente erlebt und es war einfach wunderschön. Ja, was ist Musik für Sie? Was ist Musik für Sie? Musik ist neben meiner Familie natürlich mein Leben. Also ohne Musik könnte ich mir mein Leben gar nicht vorstellen. Yeah. Musik, ja, wenn man nicht so gut drauf ist, macht gute Laune. Wenn man gut drauf ist, dann kann man mit Musik noch besser drauf werden, indem man feiert und so weiter. Ich schreibe auch gerne Lieder oder setze mich einfach so mal abends hin mit der Gitarre und klimpere ein bisschen. Das bringt einen unheimlich runter und entspannt, also mich jedenfalls. Und ja, also Musik gehört für mich einfach dazu. Aber Sie sind auch, was heißt in Deutschland, Lehrer oder Unterrichter für die kleinen Kinder von 3 bis 6 Jahren? Sind das? Genau, ich gehe in die Kindergärten und mache da musikalische Früherziehung, so nennt sich das. Das bedeutet, man bringt die Musik den Kleinen schon ein bisschen näher, man lernt ein bisschen Rhythmus. Wir haben natürlich auch ganz viel Spaß, wir singen, wir tanzen, wir malen. Ja, alles Mögliche, was mit Musik zu tun hat. Also Musik ist ja so vielfältig, man kann da so viel machen. Und es ist unheimlich schön zu sehen, wie viel Spaß die Kleinen auch schon an der Musik haben. Ja, aber Sie haben selbst auch zwei Kinder, Sie haben zwei Tochter, Luisa und Sarah, stimmt das? Luisa und Sarah, genau. Luisa ist schon 16 mittlerweile, die möchte, glaube ich, nicht mal als Kind bezeichnet werden. Das ist so ein Teenager, fühlt sich schon ganz erwachsen. Und ja, Sarah, die wird jetzt Ende des Jahres 6 Jahre alt. Und ja, die hat immer noch sehr viel Freude, auch wenn ich zu Hause meine Stunden vorbereite für meine Arbeit, dann kann ich auch das gut an ihr ein bisschen austesten, weil sie ja genau in dem Alter ist, wie die Kinder, mit denen ich das dann im Kindergarten mache. Ja. Wir sprechen mit dem schönsten Dame vom Leipzig, Deutschland. Ein Kompliment, dank dir. Oh, danke. Eben für die Zuhörer, wenn Sie mehr Informationen wünschen, das ist eine schöne Website, www.sabine-elara.de, stimmt das? Genau, www.sabine-elara.de, richtig. Und was machen Sie das Wochenende, Ruhe, Ausruhe? Heute habe ich viel zu tun noch. Ich fahre jetzt gleich nach dem Interview nach Dresden. Da habe ich ein TV-Interview mit MyTV Plus. Mhm. Und danach geht es dann gleich wieder zurück in die Heimat. Und da habe ich heute Abend noch einen Auftritt beim Herbstfest hier bei uns im Ort. Oh, 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 oh. Was hast du da viel, viel Arbeit. Wie gehen das ja, spielen? Aber hast du heute schön gelacht, wie gehen das spielen? Sie kann da besser die Ankündigung, kannst du besser selbst machen. Ja, ich wünsche jetzt allen ganz viel Freude mit meiner aktuellen Single. Hast du heute schon gelacht? Und ich hoffe, allen damit ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Gespräch. Tschüss. Ich freue mich. Vielen Dank. Danke. Tschüss.